Ich habe 2 Stück Zucker reingetan. Ah, danke, Mr. Logan. Wir haben eine Reihe von Attacken versucht. Es war eine harte Nuss. Ausgezeichnet, Ben. Amy, wenn das hier funktionieren soll, müssen wir uns beide anstrengen. Ich muss im Büro vorbei und schnell was abholen. Es dauert nicht lang. Dad? Sind wir im richtigen Stockwerk? So eine Firma kann sich doch nicht einfach in die Luft auflösen. Mr. Logan! Floyd, was tun Sie denn hier? Die Räume sind leer. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Kein Laut. Keine plötzlichen Bewegungen. Wieso machen Sie das? Dad! Augen auf die Straße! Schon gut, Baby. Schnall dich bitte an. Warum sollte uns jemand, mit dem du arbeitest, töten wollen? Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Wer sind diese Leute? Meine Kollegen. Du tötest einen Mann mit bloßen Händen. Du läufst durch den belebten Bahnhof, ohne von der Polizei entdeckt zu werden. Und zufällig kannst du auch noch Russisch. Du siehst dir ein paar Fotos von Leuten an und weißt sofort, wo du ihre Leichen findest. Was für ein Vater kann solche Dinge? Ich weiß gar nicht, wer du eigentlich bist. Amy, ich habe für die CIA gearbeitet. Ben Logan, einer deiner Agenten. Ben wurde vor 6 Monaten aus dem Dienst entlassen. Können Sie ihn auftreiben? Es ist kein Geheimnis, dass Sie ihn privat gut kannten. Ich versuche es. Mr. Logan, weder haben Sie hier noch für eine Zweigstelle dieses Unternehmens gearbeitet. Ich kann das regeln. Wir lassen Ihnen seinen letzten Aufenthaltsort zukommen. Ich will antworten. Du hast mich in ein fremdes Land gebracht. Du hast mich von vorn bis hinten belogen. Dafür gibt's Experten. Es geht nur ums Geschäft, Ben. Es geht um das Leben meiner Tochter. Sie haben nichts. Keinen Job. Kein Geld. Kein Zuhause. Er soll sie sofort freilassen, wenn er ihr was angetan hat. Ist er tot?